Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen kleinen Video auf dem Gamersinn YouTube Channel. Ich bin Marc und wir spielen heute Cities Skylines und zwar das Industrie Update. Ja, es gab ein riesengroßes DLC, was uns sehr viele Neuerungen beschert hat. Ich habe schon mal ein bisschen was vorbereitet. Wir sind jetzt gerade auf einer Karte, wo ich unendlich Geld habe, um euch das Ganze einfach ein bisschen zu zeigen. Hier habe ich schon mal ein bisschen normale Industrie aufgebaut. Hier hinten ist eine kleine Stadt, aber das ist alles irrelevant. Und zwar gab es einige wunderbare Erweiterungen, was diesen ganzen Bereich Industrie stark erweitern wird. Und zwar gibt es jetzt Industriegebiete mit den jeweiligen Hauptbereichen, daran dann hier Forstindustrie, deswegen habe ich jetzt hier auch schon so ein paar Stadtgebiete gemacht, die man übrigens einfach unter Viertel und Gebiete hier unter Industriegebiete übermalen auswählen kann. Da habe ich jetzt hier drei Gebiete gemacht, das heißt, wir haben einmal folgendes, Forst, das ist nicht Forst, das sind die Rohstoffe hier. Und zwar, einmal ist es hier, da habe ich jetzt nicht so viel auf der Karte, aber das ist das Erzvorkommen. Hier haben wir dann das fruchtbare Land für Getreide und so weiter. Und hier unten ist in der Ecke Forstwirtschaft. Und ja, hier wäre jetzt noch Öl, aber das ist jetzt nicht in der Karte drin, die ich hier gebaut habe. Ja, wir haben jetzt hier verschiedene Gebiete und die kann man jetzt individuell ausstatten. Das heißt, hier ist die Forstindustrie und zuallererst muss man hier ein Hauptgebäude platzieren. Und das machen wir einfach direkt hier mittendrin in der City und somit gehört das Gebiet auch schon der Forstwirtschaft. Und das Ganze kann man mit tausenden Gebäuden in der Arbeiterunterkunft, mal direkt mal zwei Stück, oder was haben wir hier? In Instandhaltungsgebäude, das sind alles so extra Gebäude, nur für die Forstwirtschaft. Hier sind Baumplantagen, die man hier anbauen kann, verschiedene Größen, die auch für unterschiedliche Gebäude gedacht sind. Habe ich das jetzt gerade richtig gesagt? Ach, muss an der Straße platziert werden, okay. Und zwar haben wir dann hier einmal eine kleine Baumplantage, eine mittlere Baumplantage, dann ist das eine große. Hier ist ein Baumsetzlingfeld. Könnte wahrscheinlich auch wichtig sein, man weiß es nicht. Und da gibt es halt hier noch verschiedene Sachen, wie jetzt eine Sägemühle, die wir jetzt einfach mal platzieren können. Dann haben wir hier noch eine große, nee, eine Bio-Pellet-Fabrik. Achso, hier für die Industrie, fürs Vorbereiten und so. Hier, Energie. Das Wort habe ich gesucht. Kann man uns das nochmal angucken. So sehen die kleinen, schönen Gebäude aus. Hier ist die Baumplantage. Hier sind die Setzlinge verbaut. Eigentlich ganz geil. Hier ist die Unterkunft, die wir eben gerade errichtet haben. Und hier ist das Hauptquartier. Muss man überlegen, einfach so ein kleines Hauptquartier und schon ist das hier Baum. Das ist, verstehe ich nicht so ganz. Hier sind auch noch so ein paar Dinger. Ist eigentlich ganz geil. Wir werden jetzt aber auch, da wir ja das Ganze hier spezifizieren, einfach mal sagen, Industrie und einmal, das ist das ganze Baugebiet hier für, wie heißt es, für Holz. Warte mal, wir können auch einfach zack, einmal alles anmalen. Dann werden hier nämlich wirklich nur Gebäude, Baumfabriken, sage ich jetzt einfach mal ganz doof, gebaut, die, ja, Fabriken gebaut, die nur was für, mit Holz zu tun haben, ne? So ist das Ganze geregelt, aber hier scheint gerade noch nichts zu kommen, hier können wir ein bisschen beschleunigen. Oder wenn wir uns ganz einfach sagen, ihr könnt uns alle mal und vernichten diese ganze billige Standardindustrie. Ja, er braucht so eine Rotz. Ist für den Anfang ganz geil, weil das ziemlich aufwendig wird mit der Zeit. Aber, ja, was soll man sagen, ne? Einmal hier alles entfernen. Zack. Was habt ihr jetzt davon?
Wenn ihr schon kein Holz produziert. Ui, jetzt zerfällt hier auch einfach alles so von wegen Strom. Aber es ist ja egal, wir gehen ja nicht pleite. Aber jetzt müssten wir doch hier eigentlich gleich mal so ein bisschen was gebaut bekommen, oder nicht? Eigentlich müsste doch die Nachfrage, ja, die steigt doch auch gerade. Super, super, super. So wollte ich das haben. Einmal weg damit. Mal schauen. Währenddessen können wir uns ja schon mal einem anderen Gebiet widmen. Hier haben wir das fruchtbare Land und hier ist genau dasselbe. Wir haben hier Agrarindustrie, das Hauptgebäude. Und das platzieren wir einfach mal hier hin. Ist ja putzig. Da ist ein kleiner Bauer sogar, der irgendwas auf dem Feld macht. Und dann hier ist auch wieder so eine typische Arbeiterunterkunft. So, was haben wir hier noch? Ein Instandhaltungsgebäude. Also im Grunde ist das immer dasselbe. Dann haben wir hier halt wieder die Getreidefelder, die extra bewirtschaftet werden müssen. Einfach hier so ein paar Dinger hinsetzen. Hallo? So, gibt halt auch wieder verschiedene Größen und Obstfelder gibt es. Es ist sehr, 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 sehr vielfältig hier. Sogar die Viehhaltung wird hier nicht zu kurz kommen. Und dann gibt es hier eine Getreidemühle. Wupp, wupp, wupp. Hallo? So. Und verschiedene Melkstationen, Viehstall, Silos, eine Scheune, eine große Scheune. Sogar einen Zaun, den man hier selbst dann platzieren kann, um das Ganze abzuzäunen. Sagt halt schon der Name. Und hier kann man das Ganze auch nochmal sortieren mit den großen Aufbereitungsanlagen und Förderanlagen und so weiter. Und ich sehe gerade, dass hier Strom in diesen Regionen fehlt. Einfach mal so ein bisschen irgendwie so ein bisschen hier rüber. Geht das? Geht das? Ja. Ah. Ist ja egal, wie es aussieht. Hauptsache, wir kriegen da Strom ran. Das ist eigentlich alles praktisch egal. Aber trotzdem, wir sind ja mal nett. Machen hier ein bisschen hin. Machen hier ein bisschen ran. Und vor allen Dingen da drüben hin müssen wir ja auch irgendwie kommen. Sonst kriegen wir nichts an unsere Hauptgebäude. Das ist immer so das Problem, weil ohne diese Hauptgebäude läuft hier nicht sonderlich viel. Müssen wir hier immer nochmal irgendwie rüberkommen. So. So, ran da. Auch nochmal da verbinden. Das ist im Grunde später alles kein Problem mehr, wenn ihr hier selber eure Industrie und alles hingesetzt habt, ne? Nur mal so angemerkt. Aber wir können hier direkt mal reinschauen. Das ist halt alles gerade dunkel, ist ein bisschen doof. Das sind jetzt alles wohl Fabriken, die sich auf Holz spezialisieren. Hier sieht man ja schon ein bisschen Holz platziert. Kann sich auch nochmal ein bisschen hierher bewegen, so. Vortec. Hier sind aber auch noch normale Fabriken mit dazwischen gerutscht. Wahrscheinlich ist das dann überwiegend Holzindustrie. Schätze ich jetzt einfach mal. Ganz viele verschiedene Gebäude. Was auch immer die jetzt hier machen. Was ist das hier für einer? Der macht Karton. Die machen alle hier Karton. Wie angegossen GmbH. Euer Ernst? Oh Gott. Ja gut. Dann mal zurück hier zu der Industrie. Hier haben wir jetzt auch unsere Hauptgebäude, die jetzt übrigens auch schon was produzieren. Das können wir alle sehen, wenn wir hier drauf gehen. Irgendwo war denn das? Wo war denn das? Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Forstwirtschaft? Nee. Nee. Wollte ich nicht. Aber hier, da können wir sehen, wie viel verwendet wird. Das sind hier die verfügbaren Einheiten und das sind die verbrauchten Einheiten. Pro Woche. So, und da wir ja hier noch Erzindustrie haben, können wir das Ganze auch nochmal hier machen. Das ist natürlich nicht alles, was wir hier in dem Update bekommen haben. Das ist eigentlich jetzt völlig egal, was ich hier gerade mache. Bisschen was platzieren hier, damit sie auch mal was bauen können, ne? Einmal so ein paar Gebäude, ist ja kein Ding. Ich will es euch ja nur zeigen. Hier dürfen wir es natürlich jetzt auch nicht vergessen. Und das Ganze ist auch so aufgebaut, dass wir hier Level aufsteigen können. Das sehen wir, wenn wir jetzt hier, wenn wir hier draufklicken, sehen wir, das sind
Sachen, was wir verbraucht haben oder verkauft haben, 24 Tonnen. Das sind das Gesamtprofit und so weiter. Und hier, produzierte Rohstoffeinheiten bis zur nächsten Stufe. Das haben wir sogar gleich erreicht. Die Arbeiterzahl, die passt auf die nächste Stufe, super. Und wir können auch sogar eigene Richtlinie machen, die bessere Logistik, verbesserte Sicherheit und erweiterte Automatisierung. Das sind Richtlinien, die explizit für das jeweilige Gebiet gemacht wurden. Und jetzt machen wir schon Profit. Hier verkauft an Tonnen Mehl und Tierprodukte, wird ordentlich verkauft. Das bringt schon richtig Geld. Und dabei haben wir gerade mal unsere Hauptgebäude hier stehen. Das müsst ihr euch mal reinziehen. Das sind nur die Hauptgebäude. Und hiervon ist noch gar nichts. Wenn wir hier mal gucken, wird das wahrscheinlich nichts produzieren, ganz genau. Weil wir noch keinen Strom haben. Hier hinten ist doch ein bisschen was an Strom. Können wir da nicht was abzwacken? Einmal rüber hier. So. Irgendwie dahin. Keine Ahnung. Einmal da irgendwie. Ach, wir haben jetzt schon Strom. Super. Dann wird das hier auch produziert. Und hier können wir auch nochmal rein. Hier ist schon ein Level aufgestiegen, sehe ich gerade. Zack, wir machen hier zwar immer noch Minus, aber ist egal. Die Stufen hier sind abhängig davon, wie viele Rohstoffe wir abgebaut haben und wie viele Mitarbeiter in dieser Region am Arbeiten sind. Ja, Müllberge, bla bla. Lass mich in Ruhe. Das sind so die Hauptsachen, was jetzt die Industrie an sich angeht. Aber das ist halt nicht das Einzige. Wir haben jetzt hier auch noch ordentlich andere Sachen, wie jetzt hier, wo waren das? Da, der Frachtflughafen ist auch mit dazu gekommen. Ich glaube, ein Frachthafen kam auch nochmal extra irgendwie. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Aber hier sind halt einige Sachen. Und was mich auch sehr interessiert, Postdienst. Ich weiß zwar nicht, wofür man sowas gebrauchen kann, aber wir können uns mal hier so eine Poststelle anschauen. Die ist zwar klein und niedlich und wir kommen da gar nicht richtig runter. Das hier ist aber auf jeden Fall die kleine Poststelle. Das ist aber nicht das einzige Gebäude. Und zwar gibt es mit der Poststelle auch noch ein großes Verwaltungsgebäude. Und zwar das hier. Dort wird Post hineingeschickt und weiterverteilt. So wie es halt auch im echten Leben ist. Und das Ganze ist halt ganz praktisch hier in der City. Wenn man da ein Gebäude setzt. Ein bisschen verteilt, damit alles wunderbar abgedeckt ist. Ist, finde ich, eine ganz nette Idee. Ich weiß zwar jetzt noch nicht genau, was es bringt. Es soll wohl auch irgendwie Einnahmen machen. Kann man das hier eventuell irgendwie... Nö, kann man nicht. Na gut. Doch, Wirtschaft. Irgendwo. Hier sieht man doch bestimmt irgendwas. Na, Industrie. Hier sehen wir auf jeden Fall unsere Einnahmen und Ausgaben. Das ist nicht schlecht. Die Landwirtschaft bringt ordentlich Cash. Und wir machen jetzt in der Forstwirtschaft auch Profit. Super. Hier sieht man... Ne, das ist Taxi. Post. Oh, Post kostet anscheinend wirklich nur Geld und bringt uns keine Einnahmen. Ist, glaube ich, nicht ganz so pralle. Aber egal. Was mit dazugekommen ist, ist unter anderem neben der Post auch hier eine Mautstation. Ein bisschen... Wo war sie? Da ist sie. Das ist ganz geil. So kann man bestimmte Gebiete mit einer Maut belegen. Da muss nicht jeder bezahlen. Da zahlen wohl nur ein paar... Hier, kostenpflichtige Fahrzeuge. Die fahren mehr als 82 pro Woche durch. Das sind dann wahrscheinlich irgendwie LKWs, die hier einreisen und dann Maut bezahlen müssen. Schätze ich einfach mal. Und da gibt es halt diese Mautstation. Da gibt es noch eine, die in beide Richtungen geht. Eine große und kleine Mautstation. Das kann man auch nochmal gucken. Wo war denn das? Das war unter Transport... Nee, das war hier mit drinne, glaube ich. Wo auch immer das war. Ich weiß es nicht mehr. Egal. Oh, hoppala. Auf jeden Fall ist das auch ein neues Gebäude, was mit dem Update oder mit dem DLC dazugekommen ist. Das ist ja kein Update, sondern ein Bezahl-DLC, was gleich 15 Euro oder so kostet. Würde sich auf jeden Fall lohnen. Für 15 Euro diese ganzen Erweiterungen. Und diese Feinarbeit, die finde ich eigentlich richtig klasse. Na gut, hier hatten wir ja ein bisschen was. Hat sich jetzt inzwischen was gebaut? Nö. Das ist wirklich immer noch nur diese paar Gebäude, die wir hier haben. Wenn wir jetzt mal sagen, wir bauen nochmal ein paar... Gott, sei doch mal so laut. Das Spiel wird immer lauter, verdammt nochmal.
so ein Obstbaum, Obstfeld hier, so ein paar. Nur so ein kleines. Sowas halt. Aber nochmal hier ransetzen, so. Irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall muss man gucken, wie man das Ganze hier aufbaut. Nochmal ein Getreidefeld und so. Das wird uns alles in Zukunft richtig Schotter bringen. Großes Getreidesilo, große Scheune, ganz viel. Das ist an sich richtig genial. Hier sind wir auch schon Stufe 2, hier ist auch schon Stufe 2, aber hier sind schon leerstehende Gebäude. Weil irgendwie möchte hier keiner arbeiten. Die suchen Arbeiter. Das passiert halt, wenn ich eine Stadt habe, die ich so mal eben hochgerissen habe. Man konnte hier irgendwie alle Sachen freischalten, die man will. Und was noch ganz wichtig ist, das hier ist eine Map davon. Machen wir hier vielleicht mal auf groß, genau. Das hier ist eine Karte von, ich glaube, 5 neuen Karten, die hier in das Industrie-Update mit eingeflossen sind. Also es gab 5 neue Maps mit diesem Update, was eigentlich ganz geil ist. Ich finde auch die Map an sich nicht schlecht. Vielleicht sollte man sich noch die Mod installieren, damit man ein bisschen mehr Platz kriegt. Die Maps sind extra dafür gemacht, dass man die Industrie hier aktiver nutzen kann. Was jetzt hier dem Schiffsfahrtverkehr und so weiter angeht. Das ist da alles mit verbunden. Und was noch ein kleines Update war, 3 neue Richtlinien, die für alle offen sind. Unter anderem hier das kostenlose WLAN. Das verringert die Briefsammlung, die wir jetzt hier durch die Post erhalten haben. Kostet aber halt auch ein bisschen mehr. Das ist jetzt so ein Update, was mit dazugekommen ist. Zu diesen Richtlinien. Und ja, viel mehr gibt es da gar nicht zu sagen. Es gab halt noch ein paar einzigartige Gebäude, die jetzt hier dazugekommen sind. Konnte man die hier drüber sehen? Da war doch was. Lagerhäuser, die man hier jetzt errichten kann. Kleines Lagerhaus, mittleres Lagerhaus und großes Lagerhaus. Und dann gab es hier noch einzigartige Gebäude, eine Bäckerei. Die können wir jetzt hier auch einfach, sagen wir mal, mit in die Industrie reinsetzen. Eine Industriestahlfabrik, die uns jetzt hier... Oh, Alter, Junge, ist die riesig. Damit habe ich eigentlich nicht gerechnet. Ich dachte, die wäre kleiner. Oder... Aber die kann man wirklich nur einmal bauen anscheinend. Ach, die machen Diamanten. Die stellen hier aus Kohle Diamanten her. Tupperwarenfabrik, Spielzeugfabrik... Eine Druckerei. Die Druckerei ist vielleicht hier unten ganz wichtig, wenn wir sie hier mal irgendwo hinsetzen möchten. Ja, einmal hier hin. Eine Molnadenfabrik. Also hier sind doch einige einzigartige Gebäude, die natürlich auch ordentlich Geld kosten. Sieht man hier 175.000 Ocken. Das ist eine ganze Menge. Elektrogeräte. Also... Das bringt uns wohl alles nochmal mehr Geld. Sneakerfabrik. Was es hier nicht alles gibt. Und da oben sieht man auch, was man alles für Rohstoffe benötigt. Eine Schiffswerft. Oh, das ist sehr interessant, was man hier alles erhält. Boah, ich bin gespannt. Ich glaube auch, was noch zu dem Update dazu zählt, ist die Straße an sich. Die macht jetzt oder kann jetzt wohl Schaden kriegen. Wo war denn das? Irgendwo konnte man das sehen. Bin mir nicht mehr sicher, wo das war. Das hier was mit zu tun gehabt? Postamt? Nein. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall gab es halt auch mit dem Update irgendwie... Oh, mit dem DLC, verdammt nochmal. Auch Gebäude. Wo war denn das? Das habe ich hier irgendwo hingestellt gehabt. Die Straßenmeisterei, weil jetzt kann durch diese ganze Industrie wohl auch die Straße Schaden nehmen. Das heißt, man sollte dann da gucken, dass man auch alles immer im Überblick hat. Also für eine Straßenmeisterei sieht das ganze Ding ziemlich modern aus, muss ich mal sagen. Naja, mehr gibt es eigentlich zu dem DLC gar nicht zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Video hier zu schauen. Und ich hoffe, ich konnte euch einen kleinen Einblick davon geben, was dieses DLC für euch bereithält. 15 Euro ist dafür eigentlich angebracht. Es gibt DLCs von anderen Spielen, da lohnt sich das definitiv gar nicht.
Aber hier, warum denn nicht? Und ja, wir werden demnächst auch nochmal ein anderes DLC angucken, und zwar Park Life. Da werden wir auch einen kleinen Park bauen oder mehrere Parks. Das ist auch ein großes DLC. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr sie gerne in die Kommentare stellen. Und verbessert mich, wenn ich hier irgendwas falsch erzählt habe, was dieses DLC hier anbelangt. Ja, habt einen angenehmen Tag. Und wenn ihr vielleicht mal einen Cities Skylines DLC oder Let's Play viel eher sehen wollt, dann meldet euch einfach bei mir und wir sehen, was wir machen können, wenn wir nicht gerade irgendein anderes Projekt am Laufen haben. Habt einen angenehmen Tag, lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, wenn es euch informativ genug war. Und ja, wir sehen uns einfach im nächsten Video wieder und habt einen angenehmen Tag. Tschüss.